fahren wir hinfort mit dem nächsten Outfits. Stellen Sie alte Outfits wieder her, um Spielvorteile zu erhalten oder Laras Aussehen individuell anzupassen. Also Spielvorteile haben wir definitiv nicht. So, Pfad der Toten. Ist das okay? Ist okay. Super. Gehen wir schwimmen? Gehen wir tauchen? Oh, warte mal. War das nicht... Ich glaube, wir gehen nicht weiter tauchen. Die Piranhas waren ja da. Wofür haben wir jetzt 250 EP bekommen? Auch egal. Warte mal, wir haben doch hier... Oh Gott! Lass das doch! Tut mir leid. Hat sonst jemand geschafft? Keine Ahnung. Nee, da gehen wir nicht hin. Wir wollen erst hierher. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. War hier nix? Nee, hier war nix. Okay. Pfeil und Bogen! Basislager? Ihr Omikron-Team, wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe, ich muss was hören. Basislager, brauche Verstärkung, sofort! Das kann nur eine Leiche pro Ast versteckt werden. Alles klar. Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße! Was machst du denn da? Ich kann noch... Oh Gott. Das war der Hals. Wovor haben die so viel Angst? Was weiß ich? Vielleicht, weil man den dreckigen Schlüppel sieht? Ich glaube, hier springen wir lieber nicht runter. Scheiße, ich habe mein Funkgerät verloren. Depp. Weg. Verstärkung ist unterwegs. Was? Sie sollen sich beeilen, verdammt! Was sind das für Viecher? Dr. Dominguez, wir haben unser Lager nahe der aufgegebenen Ölraffinerie außerhalb des Dorfes aufgeschlagen, suchen die Gegend weiter ab, haben Kontakt mit den Dorfbewohnern aufgenommen. Keiner von ihnen hat Informationen über den einsamen Wolf. Eine kleine Gruppe hat sich aus dem Hauptlager abgesetzt und Vorräte für 2 Wochen gestohlen. Empfehle die Beseitigung dieser ehemaligen Mitarbeiter nach Abschluss der Operation. Noch keine Spur von Croft. Es gibt Berichte über einen Flugzeugabsturz 10 Kilometer vom Dorf entfernt. Vielleicht haben wir ja Glück. Anmerkung: Ein Dorfbewohner meinte, eine gewisse Abby Ortiz sollte möglichst nichts von unseren Aktivitäten mitbekommen. Haben ihren Namen ans Hauptquartier geschickt. Dossier trifft in Kürze ein. Wir prüfen derzeit verschiedene Vorgehensweisen und Notfallpläne. Aha. Ja, Freunde sind es definitiv nicht. Ja, da hast recht. Aber da ist ein Auto versteckt. Da ist noch irgendwas. Das ist ein Eingang.
auf alle Fälle. Danger. Irgendeine Checkliste. Daily Checklist. Alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Wir gehören nicht hierher. Wenn die Dinger halb so schlimm sind, wie er sagt. Wir sind tot. Wir sind tot. Alles okay. Alles gut. Zieh das aus in deiner Position. Oh, shit. Au. Aber hast du doch alle. Okay, hat nicht funktioniert. Nochmal. Team, Verstärkung ist unterwegs. Zurück! Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen. Schwer verletzt! Die Schreie! Verpiss ich mich erstmal wieder. Ein Stück Flugzeug. Ach, ist das geil. Nur das dritte Mal hingucken sieht man das. Oh, Molotow-Cocktail. Mmh. Später. Später. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Mit dem hier oben drauf? Der ist schon weg. Ah, das noch. Ne, das ist eine Flasche. Okay, was war da hinten? Nur eine Wand. Okay. Aber die können wir hoch. Halt! Runter. Wieder einschmieren. Dann schmieren wir uns wieder ein.
So wie das aussieht, müssen wir auch da hoch. Schätzelein, wo willst du denn jetzt hin? Da. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir müssen nach rechts. Nicht nach links. Nach rechts wollen wir. Wir müssen da rüber. Lang. Ihr nervt. Eine Lautstärke heute. Gott, überall Leichen. Ja. Die Kreaturen haben sie getötet. Sicher. Aber warum? Jonah, ja, weil sie Abby. Nerven ganz einfach. Ich hab was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Laura, das klingt wie die Legende von den Pistakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen hab. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Ein Bericht über Trinitys Suche nach Objekten der Macht. Bericht über die Suchteams und deren Funde. Bereich Zentral- und Südamerika. An Dr. Dominguez. Mexiko. Cozumel. Tempel der Chakchel entdeckt. Städte stillgelegt und gesäubert. Brasilien. Region Itixi-Mitari. Eine Sackgasse. Städte stillgelegt und gesäubert. Verlegung des Teams nach Trinterira-Wakaja. Region Munduruku. Suche bislang ergebnislos. Probleme mit der Regierung. Empfehle Schließung der Städte. Erwarte weitere Anweisungen. Region Trinterira-Wakaja. Fortschritte mit einheimischen Stämmen erzielt. Untersuchung wird fortgesetzt. Peru. Cuvac-Yaku. Tempel entdeckt. Nachforschungen laufen. Also CH wird TH ausgesprochen. Trinterira. Trinterira. CH mit F. Geil. Schrei doch noch mehr. Oh, da ist noch einer. Mahlzeit, Howie. Hep. Oh, was war das denn für ein verunglückter Sprung, Schatz allein?
Also wenn ich jetzt hier nur in 2K 50 Frames habe, mit Frames-Verdopplung und allem drohen dran, möchte ich nicht wissen, was das wäre, wenn alles aus ist. Und sowas nennt man optimiert. Optimiert für heutzutage. Ja. Ist halt ein bisschen Blattwerk, ne? Ach du Scheiße. Waren wir hier nicht schon? Kommt mir so bekannt vor. Ja, na klar waren wir hier schon. Erledigen Sie und häuten Sie Tiere. Nein, danke. Boah, was das leckt. Was haben wir hier gefunden? Voll. Apropos voll. Na komm. Nochmal. Sehr gut, jetzt brauchen wir Holz. Holz vor der Hütten. Fähigkeitspunkte 2. 5. Oh, wir haben 5. Krallen des Adlers. Benutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. Ne. Sitz des Adlers. Sie können schneller klettern. Ah, das haben wir schon erhalten. Okay. Was haben wir hier? Sicht der Eule. Überlebensinstinkte halten länger, nach Laura sich bewegt. Auf der Schwierigkeitsstufe 1 mit dem Dschungel werden Feinde und Ressourcen, Objekte und blablabla. List der Krähe. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkten? Nech. Herzensbrecher. Sehen Sie herzengroße Tiere? Nech. Mal der Eule. Erhalten Sie Fähigkeiten, Pfeilgift und Toxin von Spinnen und Käfern? Nech. Griff. Erhöhte Chance, seltene Tiere zu finden. Wozu? Hammer. Hier. Ne, da drüben. Das, was? Auge des Adlers. Durch Einnahme von Wahrnehmungspillen. Genau. Drogen. Schlauer Fuchs. Schalten Sie die nächsten Waffen ab. Ja, das ist ganz gut. Ansturm des Pumas. Sie spannen ihren Bogen schneller, verkürzen die Zeit zwischen aufladenden Schüssen. Das ist interessant. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen sie kurzzeitig Schaden durch Feinde. Das ist sehr interessant. Setzen sie ungepanzerte Pfeile auf das Fest, wenn sie ausweichen und dann kontern. Nö, nehmen wir das da. So, dann passend dazu. Nächstes Waffen-Upgrade. Was haben wir hier? Lautlose Kills durch, ohne Alarm zu schlagen. Erledigen Sie nach lautlosen... Zwei, eine. Okay, nehmen wir die noch. Da haben wir wenigstens ein bisschen was genommen. Was war denn jetzt noch? Hab ich die auch verpasst? Was will das Gerät von mir? Warum haben wir dann auch so ein Zeichen? Ich weiß es nicht. Wir sind doch durch. Na gut. So, wir müssen eh jetzt wieder da lang. Unten grün, Ausrufezeichen. Unten grün, Ausrufezeichen. Mantel des Hurrikan. Reduziert erlittenen Schaden durch Feuer und Explosion. Ach, weil ich die nicht aufgerufen habe. Okay. Man möge mir verzeihen, ich bin verschnupft. Schon wieder in die Ruinen rein. Da waren wir doch schon. Okay, waren wir los. Jonah? Wir sind unten. Was? Unten. Ich will aber nach oben. Nach unten kann jeder.
jetzt, glaube ich, nicht die richtige Richtung, oder? Hallo, lauf schneller. Oh. In der Ruine ist Rennen verboten. Vielen Dank, Ruffy. Die Richtung stimmt selten. Wie sieht denn das aus, wenn wir Fallout 4 spielen? Ja, Open World. Aha. Kriegen wir schon Probleme. Vom Leben bis zum Tod, vom Vollmond bis zum Neumond dient dieser Tempel als Wächter der Schatulle. Die Schatulle. Apropos Fallout, ne? Prime Fallout Serie demnächst. Ja. Fall doch einfach. Jetzt wird's zu schnell. Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Wem kann sowas passieren? Lara Croft. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor, wir treffen uns dann dort. Es ist doch immer wieder dasselbe. Wem passiert sowas? Lara Croft. Auch hier Rennen verboten. Okay. Woher kennt ihr einen anderen Weg? Ja, das stimmt auch. Oh, stimmt, hab ich gar nicht dran gedacht. Ich kenne einen anderen Weg. Ich denke, du warst hier noch nie. Okay, der Boden ist im Arsch. Die Figur steht noch mit einer Hand. Die andere Figur ist abgebrochen. Nein. Oh, jetzt können wir wieder rennen. Was ist das für ein Kopfsprung? Kennen wir vom Anfang. Mein lieb Mädel. Da war eine Hand. Ja. Und jetzt geht das Ding noch zu. Jetzt aber nichts wie hoch. Was hast du da jetzt gefunden? Eine Moräne. Oh, was ist das? Okay. Luft holen. Noch eine Moräne. Hallo. Aua! Ist nicht wahr. Das schnappt zu. Schnappt dir echt zu. Jetzt auf geht's. Komm. Da. Ausgang.
natürlich, die Moräne kommt nicht nach, ne? Ja, natürlich. Prüfung der Spinne. Die Prüfung der Spinne abschließen. Tja. Gold! Gold! Und was hast du so die ganze Zeit gemacht? Gold gesammelt. Jonah, ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Jonah? Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Nur weil hier Menschen hängen, oder was? So, Schätzelein. Links rum nicht, rechts rum. Hopp. Hopp. So ist gut. Nee, andersrum. Doch hierher. Wer quietscht? Ah, da! Ich sehe es gerade. Nur rutschig? Ich komme da nicht weiter. Jonah, falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg. Bei der Spinnenprüfung. Ich versuche, nach oben zu kommen. Musst du drüber springen, du bist da. Alter Schwede. So langsam aber sicher macht mir die Erkältung zu schaffen hier. Oh. Jadeerz. Dieses wertvolle Mineral wird hauptsächlich unter Wasser in Erzadern gefunden. Wird für Geschäfte mit Händlern verwendet. Okay. Fünf. Ach du Scheiße, sicher eben erst. Okay, ist alles weg jetzt. Warte mal, ist das der Eingang von der anderen Seite? Okay, ist derselbe Eingang. Okay, viele Wege führen nach Rom. Gut, dann wissen wir das auch jetzt schon nochmal. Axt. Wenn sie springen. Ja, wie immer. Alles klar. Und hopp.
Ist das, was wir besonders gut können? Das können wir nämlich überhaupt nicht. Ha, geil. Oh my goodness. Das, was in diesem Spiel so scheiße ist, mussten wir gerade machen. Und ich habe das natürlich nicht drauf. Gib's ja zu. So, jetzt springen wir gleich über den Fehler. Eigentlich. War gar nicht so schlecht. War doch gar nicht so schlecht. Echt wahr, ich muss hier drüber springen. Unfassbar. Okay. Ist das ungefähr die Höhe? Ja. Ist, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Rechte Maustaste, wann drücken? Immer dann, wenn es nach vorne geht. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um locker 30 Minuten. Ja, gell? Also, mit A und D geht gar nichts. Mit W geht's hoch, mit S geht's runter. Mit C falsch auf die Schnuss. So, und dann gibt's nur noch linke Maustaste. Und rechte Maustaste. Beides das gleiche. Und irgendwann reagiert sie nicht mehr. Jetzt, sag mal. Ne, jetzt hört sie wieder auf. Es ist so nervig. Schwingen, loslassen. Schwingen, loslassen. Schwingen, loslassen. Und sie wird einfach nicht schwingender. Und jetzt hört sie auf. Nochmal. Schwingen, loslassen. Schwingen, loslassen. Schwingen, loslassen. Schwingen, loslassen. Schwingen, loslassen. Und jetzt hört sie auf. Das ist nicht komisch. Das ist scheiße.
Tja, genau, tja. Frau Croft. Wie funktioniert denn dieses Schwingen? Legende. Nee, Legende brauchen wir nicht. Optionen und ob das schon ist. Tastaturbelegung. Gehen, interagieren. Linke und rechte Maustaste gedrückt halten. Gedrückt halten! Oder? Was ne Scheiße. Okay, alles klar. Prüfung des Adlers. Linke oder rechte Maustaste gedrückt halten und dann Richtungstaste. Hättest du im Tutorial mal aufgepasst. Was für ein Tutorial? Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kurs bleibt west. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Mein Kurs bleibt west. Das hätt's auch so geschafft, Schatz alleine. Oh, wir haben ein neues. Was steht wohl am Ende dieser Prüfungen? Die verborgene Stadt, hoffe ich, aber was noch? Der Tod. Ganz einfach der Tod. Da hinten kann man wieder nicht reingucken, okay. Schubst doch nicht die Sachen um. Oh, hallo. Als die Welt um sie herum zu bröckeln begann, entschieden sich die Menschen weiterzuziehen. Es drängte sie nach Süden, um zu verhindern, dass das ihnen anvertraute Artefakt ihren Feinden in die Hände fällt. Sie wollten weiterziehen. Und genau das tun wir auch. Wir graben jetzt hier noch schnell und dann geht es für uns in den Rest Dienstag. Wir sehen uns morgen in der Mittagspause wieder. Mahlzeit!